Herzlich willkommen bei diesem kurzen Video zur Einstimmung zum Kongress. Ich bin hier mit Manuela Komarek. Sie begleitet mich im Vorfeld dieses Kongresses. Wir sind immer wieder miteinander im Kontakt und sie unterstützt mich sehr. Und jetzt auch bei diesen Gesprächen, dass ich hier nicht einfach so ganz alleine vor der Kamera sitzen muss und gar nicht weiß, was ich euch erzählen soll. Sie stellt mir nämlich Fragen. Hallo Manuela, danke. Hallo Renata. Und zwar stelle ich dir sehr gerne Fragen, weil ich nämlich wirklich neugierig bin. Wir sprechen ja hauptsächlich über die technischen Dinge oder sehr viel auch oder über wie geht das und was und wo, aber gar nicht über den Anfang. Was ist überhaupt deine Intention, diesen Kongress zu machen? Das ist die Frage, die bestimmt auch die Zuhörerinnen und Zuhörer interessiert. Warum machst du einen Kongress über das Thema Kommunikation? Ja, wirklich. Ich bin ja jetzt, währenddem wir das hier aufnehmen, sind wir so richtig im Sprint vor dem Ziel und dem Beginn erst. Und da denke ich manchmal, ja allerdings, wenn ich das gewusst hätte, weil es ist ja, man rennt hier einfach. Und es war aber ganz klar, ich habe immer nach einer Möglichkeit gesucht, schon seit langem, viel, viel mehr Menschen zu erreichen, als ich das tue in meinen Kursen. Meine Kurse sind gut gefüllt, es ist alles in Ordnung. Ich mache das ja schon ganz lange. Ich bin ja schon seit 26 Jahren im Unterricht unterwegs. Und ich hatte immer diesen Druck, mehr Leute zu erreichen, mehr Leuten zu zeigen, wie man eine Sprache oder eine Haltung haben kann, die verbunden ist, auch wenn es so richtig mal kracht. Ja. Weil das ist ja erlaubt in der gewaltfreien Kommunikation. Man darf alles ausdrücken, solange man es bei sich behält. Und da ich nicht nur die gewaltfreie Kommunikation unterrichte, sondern ganz viele Jahre, ich war etwa 20 Jahre lang, habe ich Körperarbeit unterrichtet und Körperwahrnehmung international unterrichtet, habe ich das verbunden miteinander. Mhm. Und dann, irgendwann, nach etwa 6 Jahren Unterricht in der gewaltfreien Kommunikation, ist mir aufgefallen, dass das Familiensystem, aus dem jemand kommt, stärker ist als die Kommunikation. Ja. Dass die Werte, die Regeln, die Gesetze, die manchmal in Familien stattfinden, dass die stärker sind als die Kommunikation. Wenn wir es so gelernt haben, dann müssen wir wie etwas anderes verstehen oder eine neue Sprache lernen. Und dann habe ich ja Familiensysteme, Aufstellungsarbeit dazu genommen. Deshalb habe ich dich interviewt. Ja. Oder? Zum Glück, ich bin sehr froh, dass ich dabei sein darf, weil mein wichtigstes Anliegen ist tatsächlich das System und ich freue mich, dass du das mit aufgenommen hast. Es ist wirklich so wichtig. Ja. Wenn das System nicht mit dabei ist, kann man die Kommunikation nicht ganz verstehen. Mhm. Und dann bin ich ja auch noch, ich hänge das nicht so an die große Glocke, weil ich nicht esoterisch wirken möchte. Ich habe da so ein bisschen eine Sorge. Mhm. Bin ich ja auch spirituelle Psychotherapeutin. Also ich habe auch einen spirituellen Unterricht. Ich habe jahrzehntelang Intuitionstrainings gegeben. Also das ist Mittenteil. Und das hast du alles hineingemischt. Ne? Ja. Das ist alles in deinem tollen Kongress enthalten. Und die Einzelteile, die schauen wir uns ja noch in Einzelvideos an. Da könnt ihr euch schon alle drauf freuen. Aber ich möchte trotzdem mit dir nochmal ganz an den Anfang, weil ich weiß, dich begleitet diese Idee, nicht einen Online-Kongress zu machen, aber so eine, du hast es, glaube ich, Vision genannt, begleitet dich schon viel länger. Ja. Magst du davon mal ein bisschen erzählen? Ja, das kann ich. Ich hatte mit 18 eine Vision, also so 18, ihr müsst euch vorstellen, 18, wütende junge Frau, sprachlos, wenn es wichtig wurde, sonst sehr eloquent. So, das war so 18, oder? Ja. Da hatte ich eine Vision von einer 60-jährigen Frau,
die ganz viele Leute um sich herum hatte, die dadurch, dass diese 60-jährige Frau einfach so war, wie sie war, zu sich zurückfinden konnten und mit dem, was sie da in sich gefunden haben, mit diesem Potenzial, dann in die Welt gehen konnten und sich und die Welt bereichern konnten. Wow. Ich habe diese Vision gesehen und ich habe selbstverständlich nicht im geringsten gedacht, dass ich das je erreichen könnte. Es war klar, es war eine 60-Jährige und es war klar, das bin ich. Genau, das wollte ich gerade fragen. Du wusstest, das bist du. Ja, das bin ich. Das war total klar. Diese Vision hat mich sehr beeindruckt und ich wusste überhaupt nicht, was damit anfangen. Und dann habe ich mal einfach weitergelebt. Man muss ja dann weiterleben. Ja. So. Man darf auch weiterleben. Genau. Und dann mit etwa so um die 30 rum, habe ich gemerkt, ich habe mich ja mit 32 selbstständig gemacht, habe ich gemerkt, aha, unabhängig davon, ob mir das bewusst ist oder nicht, das, was ich tue in meinem Leben, geht diesem roten Faden entlang. Das war das erste Mal, als mir das, dass mir das bewusst wurde. Und dann... Also der rote Faden, damit meinst du wirklich diese Vision, die wie so ein roter Faden dich begleitet hat? Und immer mal wieder. Ja. Und es war immer klar, ich muss mit Leuten arbeiten. Ich komme auch aus einem Elternhaus, wo das bereits da war. Diese Verbindung zum Du war ganz wichtig. Und meine Eltern hatten auch eine Vision und haben die konsequent gelebt. Wow. Und das hat mich begleitet. Und ich habe als Körpertherapeutin sehr schnell angefangen zu unterrichten. Und da steht man ja dann vorne. Also das war so das erste kleine Stückchen von Dastehen. Man steht vorne, man ist im Fokus. Das passiert dann einfach, sobald man unterrichtet. Und ich habe lange hin und her gemacht, wie ich das bewerten soll. Oder auch, wie ich die Vision denn bewerten soll. Und habe dann mit dem Älterwerden gemerkt, ich muss das gar nicht bewerten, weil ich, es ist so, dass ich für Leute dastehe. Und das seit langem. Und da muss ich gar nichts damit machen, weil es scheint so, dass ich wirklich mit dem da bin, auf dieser Welt, und dass mein Ausdruck ist, mein eigener. Ja, und dass es aber trotzdem wohl die Vision brauchte, um dran zu bleiben oder um wie so ein Leuchtturm oder wie so ein Wegweiser zu haben? Ja, die Vision war einfach mein roter Faden. Ja, okay. Ohne es bewusst aber zu verfolgen. Ne? Also das ist ja beides. Irgendwie das eine ist, die Vision ist da. Mit 18, ja, weiß man das, wusstest du das schon, dass das eine Vision ist? Oder hast du das nur? Ja. Ich war schon immer sehr verbunden spirituell, obwohl ich das nicht gewusst habe, wie man das benennt. Mhm. Aber das habe ich immer gespürt. Also diese ganz starke innere Verbundenheit, das war für mich immer klar. Und auch, dass ich manchmal die Welt anders sehe als andere, das war für mich auch dann etwa ab 12 war das klar. Mhm. Also da habe ich. Also du wusstest, das will das Leben von dir eigentlich. Oder da kommt es irgendwie hin, oder? Irgendwie so. Also ich habe dann mit 45 ungefähr gemerkt, dass ich mehr und mehr mich diesem Bild ernähre. Ja. Nämlich, dass Leute da rundherum sind, die eine Form von Orientierung haben durch mich. Mhm. Und ich aber nicht in deren ihr Leben eingreife, sondern sie sich einfach orientieren, solange sie diese Orientierung brauchen, und dann sind sie wieder weg. Mhm. Also es ist mir sehr wichtig. Dass du nicht eingreifst groß, sondern dass du einfach zur Verfügung stehst. So. Ja, für das, was es braucht. Mhm. Man könnte es so sagen, ich bin eine Inspiratorin. Und ich bin eine, die anschiebt. Mit einer Vision. Da sind wir nämlich wieder bei dem Thema Vision. Du hast mir nämlich erzählt, du fängst deinen Kongress an mit drei Visionäre oder Paare, die Visionen ins Leben bringen.
Magst du das mal erklären oder ein bisschen die Leute neugierig machen? Ja, das war ja so interessant. Ich sage das gerne. Wir haben ja zusammen die Expertinnen und Experten aufgestellt, eben um zu sehen, wie sollen die denn in der Reihenfolge sein, weil ich das ein bisschen schwierig gefunden habe. Und dann ist da rausgekommen, dass diejenigen, die ganz starke Visionen in die Welt tragen und das bewusst tun, dass die am Anfang kommen. Und das sind die Mindhearts, die Thomas und Katharina Nestelberger, auch Business-Online-Kongressler, der David Müritz und die Claudia Wittmeier. Und zwei Menschen, die eine Schule gegründet haben in der Schweiz. Eine Schule, die anders unterrichtet als die Volksschule, die Maya und der Reto Adieli. Mit denen beginnen wir. Also die Vision am Anfang. Das ist ja sonst auch so. Die Vision ist ja immer am Anfang. Ja, und vor allem bei dir seit, seit 18 Jahren schon. Genau. Ja. Okay, und was lernen, welche Fragen hast du gestellt? Was wolltest du wissen? Das war so interessant, weil das sind ganz unterschiedliche Zweierkombinationen. Das ist einerseits mal der David und die Claudia. Die sind noch nicht so lange ein Paar und haben 9 Kinder zusammen. Also die haben eine ausgeprägte Patchwork-Familie, die aber nicht immer da ist, die sich aber ausdrückt. Und Patchwork ist ja wirklich eines der Themen von Partnerschaft. Wie macht man das? Partnerschaft, wenn da andere frühere Partner und Partnerinnen da sind, wenn Kinder da sind, wenn viele Kinder da sind, vom einen Partner zum Beispiel auch. Also wie macht man das? Und da sind wir total im Alltag gegangen. So, ne? Also wie macht man es im Alltag auch? So praktisch vielleicht? Ja, ganz praktisch. Und wie stärkt man die eigene Beziehung, wenn da zwei Systeme ziehen? Und auch, wie läuft das dann in der Partnerschaft? Wie geht das? Und es ist ein total spannendes Interview geworden. Glaube ich sofort. Und auch nicht einfach da Antworten zu finden, und jeder sucht sich bestimmt. Also da gibt es ja einen großen Bedarf einfach, weil es ist relativ neu als Gesellschaftsform oder als Miteinander, wirklich so stark Patchwork zu sein. Ja. Ne? Ganz genau. Ja, toll, finde ich spannend. Und dann hast du. Dann habe ich Thomas und Katharina Nestelberger gefragt. Und sie wollte ich, die stehen ja so draußen als Paar und Online-Business und digitale Nomaden. Und sie habe ich gefragt dazu, wie sie denn als Paar leben. Also wie sieht denn das hinter der, hier sind wir Online-Business-Unternehmer. Und das war auch sehr interessant. Sie haben dann sehr davon gesprochen, wie sie einander spiegeln und was das bedeutet. Was das wirklich heißt, ne? Also dass auch, wie das im Alltag geht, zu streiten. So. Ja, genau, ja. Und wer wem was sagt und wie direkt das dann ist. Man kann es gut sehen, auch im Trailer, der auf der Kongress-Webseite ist. Ja. Das kann man gut sehen da. Ja, und da finde ich, sind die beiden auch wirklich vorbildlich. Also das tragen sie ja auch nach außen und lassen jeden auch davon teilhaben oder daran teilhaben und auch davon lernen. Also das ist auch toll, spannend. Ja, und dann zwei, die eine Schule gegründet haben. Die haben eine Schule gegründet 2001 und die Vision war, eine Schule zu gründen, wo es den Kindern gut geht. Die waren beide Lehrer. Er ein totaler Visionär und dann sie, die diese Vision so auf den Boden gebracht hat. Und ich habe sie einfach befragt, wie macht ihr das? Wie ist das wertschätzend, wenn man lernen lernt? Oder der Auftrag des Kantons oder in der Schweiz, der des Staates ist, in den Schulen muss Lernen gelernt werden. Stimmt, das ist quasi das ist der Auftrag. Mhm. Und dann beschreiben sie
wie Lernen gelernt wird und wie sie das machen mit den Kindern und wie sie das machen mit den Eltern. Was das für eine Wirkung hat zurück in die Familie, wenn eines der Kinder so lernt, zum Beispiel ein anderes nicht. Und wie das überhaupt geht im Schulalltag, auch zwischen den Lehrenden, also den, sie nennen das Lernbegleiter. Wie geht das? So. Wow. Ja, toll. Also sehr, sehr spannend. Das macht Lust auf mehr. Ich glaube, wir sind schon mal für heute. Ne? Genau. Für heute sind wir schon mal durch. Wir sind schon mal. Ich bin auf jeden Fall neugierig geworden. Super. Ja, bis zum nächsten Video. Und tschüss. Tschüss. Bis bald.